Hey boy. Make him whistle like a missile. Bomb. Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem Worldy Championat. Heute bin ich wieder mit meinem Appaloosa dabei, der ist da irgendwo versteckt, dort vorne sogar. Und ich möchte mal mein Glück mit ihm hier beim Worldy Championat probieren. Beim letzten Mal hatte ich den Achaltikina dabei und muss wirklich zugeben, dass ich wirklich verkackt habe. ja, ich möchte jetzt mal jedes Championat mit diesem Modell ausprobieren, da die anderen wirklich ziemlich gut mit dem abschneiden und ich gerne mal sehen möchte, wo die Stärken von diesem Pferd liegen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die Gruppen eingeteilt worden sind. Solange die Gruppen eingeteilt werden, muss ich euch unbedingt etwas erzählen. Oh, alle sind verschwunden. Heute war ich mit meiner Mutter auf einem Lidl-Parkplatz und da ich ja jetzt meinen Führerschein habe, wollte ich vom Lidl-Parkplatz fahren. Hab aber gesehen, dass ein Mustang und ein Audi, also das sind die Automarken, nebeneinander auf dem Lidl-Parkplatz standen und diese Brummgeräusche gemacht haben, um zu zeigen, ja, mein Auto ist besser als deins oder sowas. Ich habe ein Polo und habe mich daneben gestellt und habe dann auch kurzerhand so ein Brummgeräusch gemacht. Und die haben dann erstmal so geguckt. Also ich muss wirklich zugeben, ich wäre nicht auf diese Idee gekommen, wenn meine Mutter nicht dabei gewesen wäre. Und es war einfach so witzig, diese Gesichter zu sehen, wie die dann geguckt haben. Also ich kann euch empfehlen, macht das auch, wenn ihr einen Führerschein habt und solche Leute da seht. Das ist echt genial. So, oh, okay. Ich bin gerade noch auf Platz 2. Okay, na gut. Aber ich hänge wirklich nicht weit hinten. So. Klar, ich werde jetzt langsam überholt, muss aber sagen, dass ich... Wow, echt gut vorankomme. So, oh, ich bin sogar darüber gekommen, das ist mir schon lange nicht passiert. Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich bin immer ein bisschen kritisch, wenn ich ganz vorne bin. Denn dann passieren mir gerne Flüchtigkeitsfehler. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die Abkürzung nehmen soll. Oh Gott, okay, mal schauen. So, und... Nein, ich hätte sie nicht nehmen wollen. Okay, ich muss mich mal immer kurzerhand entscheiden und das ist ja auch beim richtigen Reiten so. Wenn man gerade in einer Situation ist, muss man entweder Plan A oder B oder einfach planlos reiten. In manchen Situationen zumindest. Und das hatte ich gerade und ich habe mich für das Falsche entschieden. Etwas schade, aber... auch nicht so dramatisch. Ich bin aber ziemlich froh zu sehen, wie schnell dieses Pferd am Anfang war und wie weit vorne ich war. Ich war ja ein ganzes Stück auf Platz 1 und das fand ich schon ziemlich gut. Und da kann man auch schon ein bisschen stolz auf Level 1 sein. Ich finde es hier ziemlich schwer, irgendeinen Platz zu bekommen. Oh Gott, okay. So. Wollen wir mal. Ich bin gerade. Oha, Nadine, ich bin voll ins Ziel gekommen. Ich bin auf Platz 2 auf Server 1. Das ist ja mal. Aber ich habe auch ganz viele Tipps von Leuten bekommen, was Rüstung angeht. Ich habe dann auf meine geschaut und muss sagen, ich hatte immer die Rüstung, die mir empfohlen war von den Werten her, an und habe es trotzdem nicht geschafft. Ich muss jetzt langsam zugeben, dass der Appaloosa oder das Paint ziemlich gut in Championaten sind und auch sehr gut zum Reiten. Ich bin gerade ziemlich stolz auf diesen zweiten Platz. Oh Gott. So, auf dem ersten Platz ist die Ivana Starwell. Herzlichen Glückwunsch. Dann komme ich, bin ganz stolz, dann kommt die Nadine Fastone, herzlichen Glückwunsch auch an dich. So, danach kommt die Mandy Spider Valley, Victoria Almonberg und ein Hengfeld Bein. Dann kommt die Helene Wainwright, Dina Young Bear, Luciana Bunnywood,
Isabella Maxstorm, Lisa Queenbrook, Lova Firecloud, Gloria Starside, Lola Comet Arm, Anna Dream, Wayne, Melanie Master Street und Violet Skytime. Oh, Violet, was ist eigentlich mit dir los? Hast du momentan so viele Nazis oder was ist da? So, okay. Ich habe eine Schleife bekommen. Das ist schon ewig her, dass ich eine hatte. So, wollen wir mal gucken. Und stopp. Ich habe mich natürlich... Oh, doch, ist eigentlich gar nicht schlecht. So, auf dieser Schleife ist eine Rose drauf und ich muss wirklich zugeben, dass das eine meiner Lieblingsschleifen ist. Ich finde es dann mal schwierig, das Band zu einem Outfit hinzuzunehmen, da das sich sehr gut mit anderen grünen Tönen beißt. Was ich cool instaste fänden würde, wenn man dieses Band austauschen könnte und diese Medaille halt nur bekommt, das wäre halt schon ziemlich klarer. Ziemlich cool. Sie hat gerade eine Chatsperre und ich glaube, ihr ist ziemlich langweilig. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!